Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge haben wir hier uns ein bisschen auf diesen Planeten umgeschaut, Bogano, und ja, ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Abstecher nach Datumir. Einfach nur um zu gucken, ob wir da irgendwie noch was Schönes finden und so. Weil wir haben damals schon geschafft, ein bisschen zu überleben, also wir haben ja jetzt erst recht schaffen, oder? Hat's geklappt? Wir haben viele Planeten erkundet. Gräber und Tempel mit Bezug zu den Sefo und den Jedi. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall ein paar Truhen dann nur sind, die ich nicht öffnen konnte, also. Der verrückte alte Mann blieb allein zurück. Er war immer allein. Und aber auch nicht so groß, was wir da alles untersuchen konnten, also ja. Nur dafür hatte er Zeit. Er war immer unterwegs. Bogano war der erste Ort, an dem er sich scheinbar niedergelassen hatte. Wenn auch nur für kurze Zeit. Wir sagen, ein Geheimnis weiß ich nicht, wie man dran kommt. Also. Keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, man kann irgendwann weiter springen oder höher springen oder so. Schweben, was weiß ich. Aber an einige Orte irgendwie, da habe ich so das Gefühl, da kann man irgendwie nur rüber, wenn man irgendwie höher springt oder so. So eine, so eine kaputte Brücke, wo man so rüber springen konnte, das war irgendwie so ein Land. Also ich weiß es nicht. Jedenfalls. Jedes unserer Ziele so schrecklich wie das hier? Kleiner, sei ehrlich zu mir. Marschieren wir in den Tod? Ich würde es gerne jetzt wissen. Ich weiß nicht. Ich bin eben daran gewöhnt. In den Klonkriegen war jede Schlacht riskant. Die Sache gefällt mir gar nicht. Tja, wenn wir Erfolg haben, musst du dir keine Sorgen mehr machen. Tolle Antwort, gut zu wissen. Und wenn nicht, dann... Pass auf, sag's mir nicht. War eine dumme Frage. Lass mich allein, ich muss entscheiden, was ich als Henkersmahlzeit essen will. Vielleicht Tippi-Braten aus dem Ofen mit Jobschrift. Aber wo soll ich hier die frischen Zutaten dafür herkriegen? Sind wir immer noch auf diesem Planeten? Toll. Okay, wo ist die eine da draußen? Hi. Ja, da werden Erinnerungen wach. Nichts Gutes. Alles, was dich hier bewegt, will mich umbringen. Nicht ohne Grund will niemand diesen öden Planeten besuchen. Naja, niemand. Da war dieser Wanderer. Er nannte sich Gelehrter, sagte, er wollte Datum hier studieren. Du solltest vorsichtig sein, Kerl. Sei misstrauisch gegenüber jedem, der die Dunkelheit von Datumir sucht. Er war schon ziemlich merkwürdig. Sei vorsichtig, Kerl. Es ist ein dunkler Ort. Also. Gut, war ja nicht eine Abkürzung. Habe ich nicht hier mal eine Abkürzung irgendwie? Keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir eben von Anfang an hier hin. Ich erwarte jetzt hier nicht irgendwie komplett voranzukommen, aber... Werd schon bestimmt hier irgendwas finden, was weiß ich nicht. Meine Zeit hier wert ist. Vielleicht ein besseres Stimpack. Hier und da vielleicht ein Lebensupgrade oder so. Wird bestimmt schon zu schaffen sein. Bevor ich mit der Story weitermache und wieder aufs Maul krieg, kann das vielleicht nicht schaden. Ich habe null Geheimnisse und da ist immer noch rot. Das ist ja wunderbar. Okay. Vielleicht wird hier doch nicht so viel zu finden sein. Oh. Ja, ich bin zuerst hingekommen. Ich bin schon Kampf erprobt jetzt. Aua. Ja, das habe ich vergessen. So. Warte mal, da war eine Abkürzung. Da war die. Ah, okay. Entschuldigt, wenn ich jetzt nicht so enthusiastisch klinge, aber der letzte Part hat mich ein bisschen mitgenommen. Die Dinger kann ich abwehren, ehrlich. So, ich weiß, dass hier irgendwo so eine Truhe war. Oh mein Gott! Er macht so einen Ausweichschritt, ist klar. Also zum Glück habe ich voll viel Stimpacks jetzt, ey. Sonst wäre ich jetzt schon in Schwierigkeiten. Sonst hätte ich schon gar keine mehr hier.
Bogano habe ich 2 von ihnen gefunden. Wenn ich hier jetzt auch 2 finden würde, wäre ja perfekt. Was hast du da? So, vor allem, wenn ich irgendwie... Warte mal, das war alles, ne? Ja, nö, hier ist immer noch was nicht erkundet. Was soll's? Rote Türen, das ist schon mal nicht so gut. Oh, tschüss. Komm wieder her. Nö. Das hättest du wohl gern. Okay, vielleicht nur so ein Level up, da wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Also, so, komm mal her. Ah, ich weiß nicht, wie ich hier mit dem goldenen Schwert mal umgelaufen bin. Pff. Ja, danke. Guck mal, was ich jetzt kann. Boom. So. Oh, da oben. Jetzt frag ich hier schon, ey. Irgendwie so mehr Heilung merke ich irgendwie nichts. Also. Sich so minimal mehr heilen, habe ich so Gefühl, aber. Irgendwie sehe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Ja, ich glaube, wir haben schon gleich alles erkundet, ne? Ja, normalerweise länger, als ich mal hier durchkomme. Naja, mit dem Parieren klappt nicht. Okay. Na, war ja oben nicht auch einer? Aha. Da kommst du mir jetzt schon wieder an, ja. Vor allem, der macht so einen roten Angriff, damit ich gestern nicht drück L1 wie ein Bescheuerter. Aber ich komme nicht durch. Weil trotzdem danach noch mal getroffen. Ey, das ist wunderbar hier. Warum wird dieser Planet schon irgendwie? Vor allem, ich habe wie viel 2 maximale HP-Ups habe ich jetzt schon geholt, ne? Ich habe mehr Stims und so. Ich kriege immer noch auf die Schnauze. Also was? Wir waren ja schon mal auf dem Planeten. Wir haben ja schon alles hier schon mal geschafft, ne? Ich will mal sehen, ob normal wirklich so genauso schwer ist wie Dingens. Also, ich will mal sehen, was da für ein Unterschied ist. Deswegen machen wir mal Folgendes. Packen wir ganz kurz auf Jedi Ritter. Was ich mal nehme, annehme, ist normal, ne? Und ja, jetzt rennen wir mal hier durch und gucken, was hier los ist. Ja, der spackt schon wieder rum. Wir müssen ihn ergreifen. Aua. Noch ein Stimp. Also parieren ist 1000-mal einfacher schon mal. Kann ich jetzt schon mal sagen. Du kannst nicht gewinnen. Wart. Aber wir sehen, wie lange ich geblockt habe und der auch. So.
Da habe ich mir schon gedacht, dass das einfacher ist. Also. Eindringling! So, und da ist was die Gegner an der Ort machen. Wir sind in einer Combo drinne. Und wir sind in der Combo drinne und tun dann mitten in der Combo drinne blocken. Ist mal ganz nebenbei, dass ich irgendwie sehr viel weniger Schaden nehme, also. Also nein, wir jetzt. Ich glaube nicht, dass der Schwierigkeit gerade genauso schwer ist, wie was ich spiele. Ah, pariert. Boah. Okay. So gut bist du gar nicht. Pariert. Oh. Also was mir echt auf die Nerven geht. Ich bin doch am. Boah, Junge. Na, guck mal, wie lange ich schon drücken muss erst. Da. Guck mal, wie lange ich Zeit habe mit dem Schießen. Ey. Ja, komm. Mal gucken. Das gibt's jetzt nicht, ey. Ich kann schon sehr viel früher drücken und die Schüsse gehen schon zurück. Okay. Stimmt, BD? Du bist schnell. Okay. Irgendwie finde ich aber nichts, also. Ich hätte echt gedacht, ich würde hier noch irgendwas finden, aber hier ist gar nichts. Ich habe gar nichts gefunden. Ich habe eine Truhe geöffnet. Das war wunderbar. Ja, was mit dir? Na, guck mal. Da kann ich doch gar nicht erreichen. Also muss es doch irgendwie einen besseren Sprung oder so geben. Und ja, super. Was ist das hier? Man soll auf volle Möhre darunter gehen, aber bei mich am meisten nervt ist, wenn diese normalen Gegner, denen gehen einfach irgendwie nicht die Ausdauer raus. Habe ich so ein Gefühl. Ich hau die wie blöde. Die gehen einfach nicht kaputt. Aber verschwinden von hier und ja, gehen wir weiter nach Kashyyyk. Und hier gibt es eigentlich gar nichts. Sie ist verriegelt. Au. Vor allem parieren bringt irgendwie gar nichts, habe ich so Gefühl. Parier, der ist gestunt, aber bis ich irgendwie einen Angriff drauf habe, ne, habe ich den noch, hat er sich schon wieder seinen Blocken hier fertig.
Ja, und schon wieder Attacke blockt. So, pariert, angegriffen. So, jetzt habe ich noch einen Schlag. Ja, bringt ihn ab. Parieren bringt doch gar nichts. Habe ich so ein Gefühl, also nicht so viel, was man meinen könnte, finde ich jetzt. Also schon fast gar nicht lohnenswert. Deswegen tue ich lieber ausweichen. Dann ausweichen, dann bin ich weg von der Damage. Also so. Da waren jetzt 16 Minuten hier verschwendet auf diesem Planeten, also war sehr, sehr gut. Wir gehen wieder zurück auf Großmeister. Und ja. Boah, ehrlich. Sie hat doch jetzt nicht noch weiter in der Länge. Er riskierte sein Leben dafür. Aber das machte er ja fast immer so. Jetzt, wo ich das weiß, kann ich mir vorstellen. Das ist noch nicht alles. Ich weiß nicht, ob wir uns auch nur im Ansatz vorstellen können, was uns eigentlich erwartet. Was sagt unser Captain? Er kann es bestimmen. Der ist stärker, als ihm bewusst ist. Wir machen Fortschritte. Das ist gut. Okay. So, ich gehe mich mal hier erst einmal heilen, weil ich nicht weiß, was das nächste schon wieder passiert. Da werde ich irgendwie direkt in eine Cutscene reingeballert oder so. Und ja. Und ich habe einen Fähigkeitspunkt, also 2 habe ich jetzt, ne? Gucken wir mal, ob ich das für irgendwas ausgeben kann. Ja, warte mal, ja, alles. Auch während sein Lichtschwert, das habe ich schon mal gesehen. Wirft das Doppelklingenschwert in einem Bereich um Kerl. Ja, wenn die nur so einfach kaputt gehen würden, ne? Ein Luftangriff, der mit Kerl-Gegner in seiner Nähe bei der Landung zurückstoßen kann. Da, das sieht doch gut aus. Halten. Oder Schub verbessern. Ne, ich will mal das hier. Sieht interessant aus. Könnte bestimmt nützlich werden, wenn ich umzingelt werde von Millionen Gegner. Also einfach zu exekutieren, finde ich. Nur springen und Dreieck. Also ja. Wenn du nicht sagst, dass wir abfliegen, kannst du gleich wieder gehen. Alles klar, wir fliegen weg. Yay! So. Ich dachte, wir wären irgendwie mehr, aber nee. Dann gehen wir nach Kashyyyk. Kashyyyk, die Heimat der Wookies. Ja, weiß ich. Hat jemand vorhin auch dieses Geräusch gehört? Ich habe nichts gehört. Aber meine Meditation lässt mich viele Ablenkungen ausblenden. Du bist neben dem am Meditieren, ich bin am Meditieren. Außerdem kam es irgendwie von innen. Blinder Passagier? Der müsste ziemlich klein sein, Green. Ach ja, wo ist das Ding überhaupt? Ja, ne, wo ist dieses Tier? Ich habe da so eins, mitgenommen. Hey, keine Ahnung. Mal eine gute Frage, wo ist der Teil? Na gut. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Ja, ist auch gut, ist auch gut. So. Aber auch zu Kashyyyk. Ich weiß jedenfalls, wo ein Ding schon mal ist, das ich mir holen kann. Ein Upgrade. Wo ich irgendwann mal verzweifelt versucht habe, dahin zu kommen, aber ja. Ich glaube, ich sollte erst mit den Geheimnis suchen irgendwie anfangen, wenn ich keine Ahnung kurz vorm Ende bin, wenn ich irgendwie 90% oder so habe oder so. Ich weiß ja nicht, wann das Ende ist, also das ist ein Problem.
Aber ich nehme an, mir wird irgendwann so gesagt, so ja, da ist der finale Kampf und so, ne? Was ist hier passiert? Normalerweise würde ich meine Zeit nicht mit Aufständischen verschwenden. Na super. Aber ich suche einen Jedi-Padawan. Und ich weiß, er war hier. Und dafür werdet ihr alle leiden. Ja, super. Ich will aber nicht spät ändern. Also nicht. Ich will halt wieder grün machen. Falls die Tussi hier wieder auftaucht. Ah, ich bin so böse. Boah. Ich kann die irgendwie nicht ernst nehmen von dem Zeug, was die ganze Zeit von sich gibt. So, boom, grün. Tun wir mal ein bisschen, weiß ich nicht. Gedanken machen. Wie das Ding aussieht. Oh, das gehört sogar dazu. Oh, die Landes. Oh, kann man sogar drehen so. Oh. Laminarstahl. Bin ich jetzt aber auch ein bisschen blöd. Du kannst dein Lichtschwert ändern, ja super. Du siehst ja auch im Kampf genau, wie das aussieht, ey. Weiß ich nicht. Jetzt nicht so beeindruckende Sachen, die man jetzt hier finden kann in dem Spiel. Ja toll, du kannst einen anderen Poncho tragen. Also sagt ihr noch irgendwas? Nein, alles klar. Da haben die was gesagt, wenn ich mein Lichtschwert hier ummodelliert habe. Oh, da sind welche. Joystick und Marie haben den Weg zum Treffpunkt mit Tafel markiert. Ich freue mich, dass du sicher bist. Ich konnte leider nicht. Ja, ihr auch. Aber ich habe Kashyyyk nicht aufgegeben. Es ist gefährlich hier. Saw ist schon weg. Die Verluste sind einfach zu hoch. Nein, ohne euch sind die Wookies chancenlos. Nicht ganz. Marie bleibt mit Choisig und Tafol hier, zusammen mit einem Teil der Truppen. Und du? Mein Kind hat bereits einen Elternteil verloren. Ich kann nicht bleiben. Aber die sind ja so am Rumzucken. Einen Weg finden, für die Sache zu kämpfen. Was gut, Marie. Steckt irgendwo fest, habe ich so gefühlt. Marie sagt, ihr wollt. Ich auch gerade sagen. Ich ahnte nicht, dass es so schlimm würde. Mit dem Imperium ist es immer so schlimm. Aber noch hast du eine Chance, alles zu meistern. Ich werde genau euch helfen. Du hast schon so viel getan. Danke, Kerl. Alles klar. Dann tun wir mal alles hier retten. Ne? Ich glaube, ich will einen anderen Poncho mal tragen. Pink. Und dann den am besten. Das ist ja auch irgendwie so was. Irgendwie alle waren überrascht. Irgendwie das soll ja ein gutes Spiel sein. Also von was ich überall höre bisher, ne? Also kann ich auch bestätigen, ne? Das Spiel ist gut, aber so, hier ist das Ding, was ich brauche. So, boom. Und alle sind überrascht, dass das irgendwie ein gutes EA-Spiel ist, ohne Microtransactions und so, aber ja. Weil die Sachen, die man hier freischalten kann, so in so Thronen und so, die sind ganz schön lahm. Also nicht ein Poncho, ja, super. Und ein Lichtschwert kannst du ändern, geil. Und jetzt nicht so die allerbesten Sachen, die man irgendwie finden kann, wenn ihr mich fragt. Und okay, die Karte ist einfach weggegangen. Ja, da ist total sicher. Aber ja, ich weiß,
und die Leute meinen. Ah, wo bin ich jetzt? Das Ding bewegt sich irgendwie nicht. So. Oh, da habe ich schon alles. Da gab es aber auch nicht viel, ne? So, was fehlt mir eher noch? Hallo, 96%. Irgendwo ein Echo wieder nicht gesehen. WD1 hier, lauf du mal. Muss da mit meinen Farben hier rumlaufen. Na, das sieht cool aus. Ei. Na gut. Wem muss ich denn hier in den Hintern treten? Von den Imperialen. Von den Imps. Ach ja, dieses eine Viech war ja auch noch hier. So, nun. Muss ich nicht hin. Hallo? Ach so. Oh. Ah, was? 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 Ey, komm schon. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie verpasst, sie zu untersuchen jetzt. Ja, war ein einfacher Boss. Ist das? Will ich mich auf den Arm nehmen? So. Hella N, wie sie. Na, die eine war einfach. Das ist, schön. Hey. Ich tue das Spiel schon wieder voll um Cheaten. Ja, was soll's. Den geben wir macht Schub, also benutze ich den auch. Also. Sollte ich meine Schuld, den ich in Jetpack oder irgendwie sowas hat, keine Ahnung. Na, wir gehen mal da lang. Ja, wo bin ich? Oh Mann. Ich kann einfach nicht beschreiben, wie kompliziert ich diese blöde Karte finde, ne? Da werde ich nie ein Fan von werden. Mir hat mir auch nie gefallen, egal, wenn ich das Spiel durchspiele. Oh, hi. Boah, ich spring doch mal da drauf und hänge nicht immer von oben. Ich habe deine Funkfrequenz von Tier. Barry, bist du okay? Mir geht's gut, aber zu vielen anderen nicht. Hat Mirianna dir die Koordinaten gegeben? Hat. Bin unterwegs. Gut, wir sind gleich dort, können aber nicht lange bleiben. Das Imperium sucht uns. Ich komme so schnell ich kann. Na, hier lang, ja, ne. Na. Ja, hier sieht richtig aus. So, ich werde übrigens so 40 Minuten mal aufnehmen, weil einfach nur, weil wir jetzt so 16 Minuten oder so
Datum hier herumgeeiert sind ohne Erfolg. Also bleib bei mir, BD. Ich jetzt nicht nur 15 Minuten ja aufnehmen und fertig. Ja, hier war ich glaube schon mal, ne? Ich meine ja, okay. Hat noch nicht Griff hier, stimmt. Dann habe ich also auf Sefo bekommen, ne? Okay, hier haben wir schon einen Speicherpunkt. So. Dann haben wir mal ein paar imperiale Truppen kaputt. Klingt das nach einer Idee? Ja, ne? Ja, ich werde diesen kleinen Katzer kurz heilen. So, aber Bagoda, wie auch immer der Planet immer heißt, ich vergesse immer den Namen. Also hat uns zwei schöne Gott Stimpacks gebracht, zwei zusätzliche. Ja, mit denen allen soll ich gleichzeitig aufnehmen. Sehr geil. Hat. Ja, gefällt mir der Machtschub. Ich komme echt gut mit dem zurecht jetzt. Okay. Aha. Wo bin ich jetzt? Na, hier ist ein Aufzug. Ja, so muss ein Schalter aussehen. Was hat er jetzt gemacht? Gar nichts. So sein mit so einem. Ah. Du Mist, Kerl. Oh, Alter. Eieiei. Man immer noch so viel Schaden. Und der hätte auch mal ruhig ein paar Mal normal schießen können, damit ich auch ablenken konnte. Aber nein. Na gut. Ich habe einen Fähigkeitspunkt bekommen, also pff, das ist auch schon mal was. So, hoffentlich kriege ich hier noch ein bisschen, weiß nicht, Fortschritt. Jetzt habe ich so viele Stimpacks, aber jetzt komme ich nicht dazu, die einzusetzen, weil ich so schnell verreck. Erstmal, wenn ich mehr Schaden oder so mache, irgendwie, das wäre mal schön. So. Hi. Super. Frustat. Ja, super. Ja, wie bringt's Blocken nicht? Das tut irgendwie den Kampf nur noch in die Länge ziehen, habe ich so ein Gefühl. Ja, Piraten habe ich schon erklärt, ne? Ja, tut die Ausdauer erledigen, aber da muss ich irgendwie voll oft hintereinander parieren, habe ich so ein Gefühl. Ach.
So, jetzt kommt er wieder. Ach, das war doof. Komm schon, greif mich an. Hör auf, wenn du drauf bestehst. Boah, mein Gott. Ey. Verstehe nicht, warum das Parieren manchmal nicht funktioniert. Also Blocken an sich, ey. Ich lasse gar nicht den Allianz-Knopf los, ey. Verstehe nicht, wie die ganze Zeit da durchkommen. Ja, Ausdauer, ja, aber Ausdauer hatte ich doch noch, oder? Alter, ey. Schnell so ein Kampf schief gehen laufen kann. Ach, komm. Okay. Alter, all die Vorbereitungen, damit. Alle Vorbereitungen so mit mehr Stimpacks und so gar nichts gemacht. Super. Gut, dass ich mich nicht heilen, weil. Oh mein Gott, da seht ihr, nichts gemacht. Diesmal hat er was gemacht. So. Oh mein Gott. Nichts gemacht. Okay. Ich dachte, ich hätte diesen Typen irgendwie umgangen oder so. Ich gar keinen Bock habe gegen den. Du gehörst mir, Verräter. Willst du es nicht zu Ende bringen? Du hast eine Jugend. Der hat gar keine Ausdauer, das heißt, ich muss ihn nur treffen. Tot. Oh mein Gott. Ey, das gibt's jetzt nicht, Mann. Kriegst du oder kotzen gegen diesen Typen? Ey. Muss der unbedingt, ich warte die ganze Zeit, dass der normal schießt, damit ich den zurückballern kann. Ey. Dann macht er jetzt jedes Mal, wenn ich gerade nicht das haben will, weil mich gerade heilen, dann macht diesen blöden Minischuss wieder. Er hätte jetzt ruhig mal diesen Superschuss reinsetzen können. Ey. Ah, ey, gibt's doch nicht. Du musst Spaß an dem Spiel haben. Nee, die ganze Zeit auf Fuß zu bekommen macht keinen Spaß. Ja, warum spielt man auch sehr schwer? Ja, weil das ja, sonst zu einfach wäre. Boah, gibt's jetzt nicht. So, da verstehe ich auch nicht. Manchmal gehen die irgendwie mit ein paar Schlägen weg. Ja, jetzt habe ich keine Ausdauer. Au. Hey. War. Boah, das gibt's jetzt nicht, ey. So, nee, er war noch gar nicht hier.
Spring doch, mein Gott, ey, das gibt's jetzt nicht. Ja, ich war am Blocken, aber trotzdem. So, jetzt macht er seinen Powerschuss wieder anstatt seinen normalen Schuss, ne? Ja, ist klar. Oh mein Gott. Was ist das, ey? Ich habe keine Lust auf den. Mein Gott, ey. Da wird so irgendwie mein Hauptangriff in dieser Zeit einfach die Typen hier von der Klippe schmeißen, ey. Weil ich sonst einfach so einen großen Hals bekomme hier. So. Also rennen. Leidenschaft, irgendwas Stärke. Leidenschaft bringt mir Stärke. Oh, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht mehr auswendig. Der Weg ist sogar letztens irgendwie in den Kommentaren geschrieben und ich kannte den auch von Knights of the Old Republic, aber man muss den sogar lernen, um irgendwie in der Story weiterzukommen in dem Spiel, weil irgendwie interessant ist. Den konnte Thor bei der Flucht ausschalten. Autsch. Nein, nicht mehr. Wir reden darüber, wenn du da bist. Hier auf, Beidung. Alles klar, danke. Bonk. Hi. Er ist jetzt gerade blöd. Oh mein Gott. So. Ja, BD1 haut schon direkt ab, was ist los? At. We do not mess around. Nee, da war ein ATST. Wie wär's, wenn ich ein bisschen hier bleibe? Ah, du Pisser. Ehrlich? Oh mein Gott, das. Na, schießt er jetzt auf mich oder nicht? Boah. Hallo? Boah. Durch, also noch krass viel AP. Aua. Aha. Nein, warum wird das Spiel jetzt wieder so frustrierend? So, ich hoffe wirklich, ich treffe die auch alle, wenn ich. So, Kau, danke. Duh. Was ist los? Was? Alter, warum machen die Gegner jetzt immer so viel Schaden, ey? Nein! So. Hey. Wird mir ja schon wieder irgendwie zu krass. Sie haben irgendwie voll einen riesigen Sprung gemacht in Schwierigkeit, habe ich das Gefühl. Alter. Das ist auch so eine Sache, die mich nervt. Jetzt mal, wenn ich irgendwie Gegner haue, vor allem wenn der verlangsamt ist, dann fliegen die erstmal einen Kilometer weit weg
Ich greife so an und die haben schon wieder einen Sprung nach hinten gemacht oder sind nach hinten gefallen oder so, und ich kann ihn nicht erreichen mit meiner Combo. So bringt das irgendwie gar nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt Combo angefahren bin. Irgendwie die Hälfte der Zeit hat nicht funktioniert. Entweder blocken die Gegner oder die machen irgendwie einen Rückwärtsschritt. Ich weiß gar nicht, warum ich so fancy Angriffe überhaupt habe. So, ich brauche ein Meditationsding. Warte mal, da kommt doch wieder zurück. Hier oben. Nee. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen salzig die ganze Zeit, aber weiß ich nicht. Das Spiel war nicht so nett zu mir in den letzten paar Aufnahmestunden, also. Da muss ich lang. Da, boah. Okay. Erstmal die Truhe, bevor ich es vergesse. Ich glaube, da hinten mal ein Speicherpunkt, ne? Hey, BD. Hey, BD. Hast du was gefunden? Da war wirklich was drin. Okay. Ja, Speicherpunkt, da ist etwas weiter. Gut. Also für heute auch Aufnahmesession. Ich hab Bock mehr. Viel Nerv, keine Ahnung, meine Nerven. Meine Synapsen, was weiß ich. Ist da oben noch was? So, das kann ich öffnen. Also wäre ich jetzt nicht in Sephor, in diesen einen Ort gegangen, ne? Wo man das freischalten konnte, dann hätte ich die ganze Kiste nicht öffnen können, ne? Was ist das, BD? Ja, auch ein bisschen mies. Wächter. Mein Gott, gib mir doch mal was anderes außer Poncho, ey. Ich krieg nur Ponchos, ne? Das ist alles, was ich krieg. Vielleicht will ich auch meine Klonrüstung oder irgendwie sowas haben. Da kannst du wieder zurück, okay. Gott. Oh. Dann beende ich den Part hier. Kann ich irgendwas leveln oder so? Weiß ich nicht. Hab ich 2 Punkte. Ich habe 1 Punkt. Da kann ich auch einige Sachen holen, glaube ich. 2, Entschuldigung. Ja, das ist ja 3 Jahre, ne? Also warten immer noch mal. Ich bezweifle zwar, dass das funktioniert und mir irgendwie sehr weit hilft, aber was soll's. Also jetzt weiß ich, nicht. Nichts anderes als normaler Combo angefangen eigentlich, ne? Aber egal. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns weiter um auf Kashyyyk und ja, sehen mal, was hier noch so alles abgeht, ne? Das klingt doch nach einem guten Plan, oder? Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.